Dit is program nummer 49 over den Lukas brief. Jullie reden als Johan Dyck. Denkt u nog voor even ik vergoene werk reed? Dat we even Lukas kapitel 16, waar Jezus even dat geld leed en wou wie dat voor den haren brokken zullen. Hij leed ook dat we niet twee haren deinen kennen, niet arm ook den mammon. Deze leer had hij voor zijn jenge vertaald, wie es sei Kinder Gottes wären, und wurden so ne jäßliche Lehr über das Geld verstohlen. Aber die Pharisäer hatten auch tau gehorcht. Wir lesen nu dort eben, je wort wie vergohne Werk, nicht tit zu hoden. Also Lukas Kapitel 16, Vers 14. Da sagtet, de Geld je Pharisäer hatten dat alle gehört, in dreiven darum ihren Spott über am. Eine soll sich hier vielleicht einmal weiter fragen, wer die Pharisäer wären, weil sie Jesus ihnen geratste Feind wären. Sie wären der religiöse Leiter von Israel zu der Zeit. Für die Juden wären sie ihre Prediger und Ältester. Sie kannten die Schrift von hingen bis fern. Dort wie aber mal alles von Büten. Die meeste Pharisäer wären sehr ab ne Büten haben, in sehr frommet Bild aufzugeben. Aber von Bennen wären sie krank so eierreicht aus der schlimmste Sünder. Sie kannten alle Gesetzen und mögen noch viel mehr dazu. Hier dann in diesem Vers redet von die geldgierige Pharisäer. Dit wiest uns, wort wirklich in erhorten wir. Dor wein post an Jesus seine Geschichte zu schlacht, wills Jesus hat je gesagt, einer König Gott ob den Mammon aus Meister haben. Dor jägen wüssten sich keine gute Antwort. Wort dann bei so ne Menschen je weinig passiert, wann sie nicht weiten, wot sie hier in die Wahrheit sein sollen, haben sie sich leiber dumm darüber. So ist das hier sagt, sie treiben darum ihren Spott über arm. Dort habe ich auch erlebt, wann ich evangelisiert habe. Da sind gewöhnlich Söhne, wot zu der Wahrheit nicht weiten zu sein. Sie weiten, dass es die Wahrheit, aber will sie die Wahrheit nicht reit sein, für sich abzunehmen, merken sie leider durch ihre Spoß in haben sich dumm. So deuten die Pharisäer dort auch. Dort geht in Vers 15 dann aber wieder und sagt, und er sieht an, je sind die sich für Menschen reicht vor dir. Gott überkannt jene Horten. Denn Wort von Menschen höch angesehenen Wort, es an Gott seine Ohren in Aufschü. Wort meint Jesus damit, dass sie sich für Menschen recht vor den deiden. Von Bernen trachten sie seien um Geld, aber von Büten deiden sie so, als wann an die Orme seien ab dem Hort lagen. Sie gaben Ferken für die Ormenkaus, aber wann sie dort deiden, dann wort erst mit der Trompete geblost, so dat alle Menschen dort auch sagen, wort sie nu für gaude Worken deiden. Also ihre gaude Worken wären bloß dorto, tot sie gesehnen worden, in dat Volk doch dann sie wären besonders gerechte Menschen. Sie wären auch besonders stolz darüber, dort sie die Schrift so gaut chanden. Jesus wisst dort, und ich seh dann in Vers 16 zu anso, dort gesatz in de Propheten worden gepredigt, bat Johannes chaim. In von dann an, erst dort Gottes Rick gepredigt worden, in allemal drängt er mit Gewalt nennen. Dort is aber leichter für Himmel und Erde vergonen, als dort ein Strägstje vom Gesatz weichfällt. Hei weist darauf han, dort bat Johannes de Deiper seine Tiet, wie bloß dort alle Gesatz gepredigt worden. Nu aber derch am wie eine neue Tiet angebrochen, wo dort Reck Gottes gepredigt wird. Hat sich Gott dann verändert? Seht er dann nu wat andret? Nee, ab keinen Fall. Gott verlangt doch nu noch ne Horten Gerechtigkeit. Jesus will ansehen, dat dit Gesatz, worab sie sich so sehr verleiten, wie dort, wat an om eng ook verdammen wird, weil stoffen wird kein Strägstje weichfallen. Die nächste Vers jaft uns ein Beispiel, wat Jesus damit meint. Du sagtet, wer sich von seine früh schäden dät, in der andere Fried, bragt die Eie. Und wer sich die Fried, die durch eine Schädung gegonnen ist, die bragt auch die Eie.
Einer wundert vielleicht, woram Jesus hier auf einmal von der Eierscherung redet. Dit wir bloß ein von vielen Beispielen, wo die Pharisäer dort ihr Satz weichgestreckt haben. Sie haben dort so gemerkt, dort ein Mann sich sehr leicht von seiner Frau schäden kann. Eine Frau kann sich aber nicht von ihrem Mann schäden. Sie haben dafür sehr leicht vor die gerinnt. Ein Grund wäre, wenn eine Frau dort Ofenkast hat anbrennen lassen, dann konnte der Mann bloß sagen, du bist geschieden. Sogar wenn ein Mann ein Frühmensch sagt, wird am Schmacker leid aus seine eigene Frau, dann kann er sich von ihr scheiden, indem er ihr weichschickt. Ab dessen Weich hatten die Pharisäer all viel vom wahren Sinn vom Gesatz weichgestreckt und viel von ihren eigenen Gesatzen angeführt. Und damit ging Jesus dann nu Eva, nur die Hauptgeschichte, wird wir von dir betrachten werden. Ich wundere einstmal, woran Jesus kriegt hier diese Geschichte von den Reckenmann und den armen Lazarus vertalt. Ohne Zweifel lag am das sehr ab dem Hort, dass diese Menschen, wo die jästliche Leiders von Israel wären, in Wirklichkeit ganz verlorene Menschen wären, wo die Haarland jähen gingen. Wir fangen hier dann wie Lukas Kapitel 16, Vers 19 an zu lesen. Da wären gewisse Reckenmann, der sich bleib rot Strom in ein feinste Kartünch leid, in alle Dach in Frieden hoch her lebt. Kann dort sein, dass er mit diesem Mann die Pharisäer in die Schriftgelehrte meint, was sich rot über seine Lehrhoden dann gehört? Sie wären je, am vielleicht hat das geweinliche jüdische Volk, recht in Anje seinen. Dies Mann haft in dieser Geschichte keinen Namen, am Wort bloß Reckermann genannt. Dort ist sehr zu bedüren, wann alles, was ein Mensch haft, bloß Geld ist, und das einzige, was am Uttägend, ist bloß sein Familien. Wie Gott haft er so zu sein, keine Nomen, weil sein Nomen erst nicht wie Gott am Lebensburg eingeschrieben. Das einzige, was wir von diesem Reckermann weiten, ist dort, er sich in höheren Dach lebt. Das sagt hier nicht einmal, dass er was sehr schlechtes gedonen hat. Wie weiten bloß, dass er ganz und gar für sich gelebt hat, und für andere, so es Lazarus, hat er nichts zum Ewigen gehabt. Lieber Tauhira, denkt daran, zum verloren gehen braucht eine kleine graute Sünden, so smart oder Eierbruch begonnen. Wie seinen hier all furz abgesteht, dort alles, was er nimmt, um eine Hall zu landen, erst dort ans Leben sich bloß am uns gedreht haft, in wie niemals an Gott oder andere gedacht haben. Vers 20 jährt dann wieder, wo das sagt, da wie auch ein armer Pracher, Lazarus, voll schweren, der am Verdeer geleicht wird, in ein Verlangen hat, die Kreimels zu eten, die den Reckenmann vom Dasch fallen. Sogar die Huren kämen und leckten am die Schweren rein. Des armer Pracher haft den Nomen, Lazarus. Gott tschandam. Des Mann haft wirklich in sehr schwores Leben hänge sich. Erstens, wie he krank. Dort schäm ohne Zweifel durchher, dort he immer am Drag lag in Prachad. Am Hunger doch immer, wie's dort sagt, he verlangt nur die Kreimels, wird dem Reckenmann vom Dasch fallen. Aber nu dreht sich Jesus seine Geschichte. Vers 22. Einen Tag starf die arme Mann, in Wort von der Engel Abraham an der Schaut gedrückt. Der Reckenmann starf auch, in Wort begroft. Beide starben, aber kicke mal den Unterscheid. Von dem Armen wird bloß gesagt, hei starf. Du hast keine Rede nicht einmal von einem Begrafnis. Wort aber viel wichtiger wäre, als dort die Engel am wüssten, in dei drüren Arm in Abraham seine Schaut. Wort meint dat wohl? Wie die Juden, wie Abraham seine Schaut, in Uitdruck für dei steht, wo gereichte Menschen hangingen, wo seilig gestorben wären. Vor allem wie Abraham, die geratste in am meisten gerägender Verfuder. Wo Abraham wir, da mocht jeder Jüden um dort auch sehnen. Also, dort ist bloß ein jüdischer Uitdruck für die Seiligkeit. Wie morgen aber auch,
dat die rechte man ook starf. Aber dat zeigt nicht, dat die Engel am no Abraham seine Schuld drüren. Dat zeigt bloß, hij wordt begroofd. Dat wordt bestemd een zeer grootet begrafenis gewaas zijn. Die predjers, wat hem afgedankt han, woorn hem vlees zo goa zeilig geprijsd hebben. Lieve touwheere, verloot die niemals doorab, dat dien predjer of de eldeste, dat ene henghaft of du zeilig stoofst of de nich. God haft die dat ober zelst ene heng gelacht. Dat dreht zich om bloos ein ding. Hast du Jezus en dien leven en je lood, diene zinden weg te waschen, in die toe nie een mensch te merken? Dort nan wie ware geboren te worden, eins genannen dort ook de Bekehrung. En daunt wo einer dort nannt, dort wichtigste es, dat Jezus persönlich es en ons leven en en gekomen, en wie dort dan ook so annehmen en weiten daunen. Wiem recken maun, wie dort niemals passiert. Hij had bloos voor zichzelf geleefd. De nächste vers dacht dan dort op, wat nom dood kämt. Vers 23. En als hij een haal en zijn kwol abchickt, zag hij Abraham dort wiet op, met Lazarus abgeschaut. Dan schreeg hij, Vader Abraham, erbarm die over mij, en schak Lazarus, dat hij zich de vingerspets en water dukt, en mij de tong keilt, dan ik woa in deze vlamen gekweeld. Dat woord, wat in onze Bibel als haal eversagt wordt, is dat griechische woord hades. Dat wir im jüdischen Denken, te deitiet, dei steed, wo alle dood gehaan gonen. Zoals wir hier seinen, wie deze steed en twee gedeilt. De eine steed, wie Abraham seine schaut, door wo alle zeilig gestorvene menschen haan gingen. Jezus nahm deze steed dat paradies, als hij dem Verbrecher om Kriets versprook, dat hij nog van deel met Amthoop en Paradies zijn wordt. De andere deel weer door, waar mensen en een schrakelje kwol weeren. Wie zeien zo leicht, dat is de haal, aber eigentlich is dit nog maar de vergeschmack van een haal. De ware haal kämt nog, no dat grote gerecht. Des verlorene maan weer nu een grote weideo. Wordt het nog oeiermuk weer, dat hij kraakt zijnen kon, wouig lekkelijk Lazarus nu weer. Dat zegt, hij schreeg te Abraham. Hij had jeder grond nu te schreeën. Aber wat wil hij? Einem kämt het zo ver, zijn innerlijke instelling had zich nog gar niet geändert. Hij dacht ohne Twiebel, hij kon nog immer even Lazarus gebeiden, dat die hem bedeinen zal. Is dat niet opvallend, dat mensen en een haal zich niemals ändern worden? Ze nemen ihre zinden met en worden door voor alle eeuwigheid wiederzinden. Dat is toch furchtbaar, dat einer niemals kan abhören te zinden. En vers 25 lees wie dan, Abraham überseed. Sehen, denk daran, dat du dien goudet en diene levenstiet gekregen hast, en Lazarus en Jeendeel kreeg bijzit. Nu aber wordt hij getreist, en du hast diene kwol. En bovenaan is tussen ons en jou een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is, voor die van hier dort aan te komen, en ook voor die van dort her te komen. Wat Abraham hier betoont is, dat beide mannen während ihr leven Gelegenheiten hadden, sich ab dem Sterben reit zu merken. Der reiche Mann hat viel mehr Gelegenheiten als Lazarus. Der reiche aber hat die Gelegenheiten nicht wahrgenommen, aber hat sein ganzes Leben dort gebracht, für sich in scheinen Dach zu leben, als wann er niemals sterben muss. Lazarus, wie ohne Zweifel, durch all dat Miserobelje, wat hij erleefd had, vielleicht ziemlich schwind dort gekomen, dat hij zich op hem sterven reingemerkt had. Wel, we eind zeer klar verstonen. De rechter man wie nicht doorwein verloren, wiels hij rek wie. Abraham selbst wie jen rechter man gewast. Lazarus wie ook nicht door der seilig geworden, wiels hij arm gewast wie. Nee, arme menschen kennen ook verloren gonen,
wann sie sich nicht bekehren und Jesus annehmen. Abraham wies diesen verlorenen Mann dann, dort nur dem Dout, jet nuscht mehr zu ändern. Er redet hier von einem grauten Aufgrund, wo die zwei Teil von Hades trant. Dort kam China von hier nur der andere sieht. Lieber Freund, hob du nicht ab ne Veränderung nur dem Dout. Wer anbetiert sturft, kann nicht nur her seilig worden. Dort ist ab immer dann vorbei. Der verlorene Mann will aber noch mehr proben. Er sagt in Vers 27 so, Vater, dann prache ich die, dort du am nur mein Vater sein Hüß schickst. Denn ich habe 5 Bräuter, dort er an dit verstellt, dort sie nicht auch an diesen Ort eine Quol hineinkommen. Wann dort dann nicht mehrlich wir, dort Lazarus nur am kommen kun, dann soll er am wenigstens vom Dautloten abstohnen und nur seine Bräuter schicken, um die zu warnen, dort andert auch nicht so jenk als arm. Erst dit nicht abfallend? Nu, ab einmal fangt es Verlorene und andere an zu denken. Aber nu hat er immer bloß an sich gedacht. Nu denkt er an seine Bräuter, die er weit leben kriegt, so ein unbekehrtes Leben als er. Zum Wundern erst, dort Menschen eine Hall noch einmal wollen in Missionszentrien, aber fehlte Lot. Vers 29 sagt dann, Abraham seht am, die haben Moses und die Propheten, Lot sie anhören. Wo kann einer dort verbiegen, dort einer nicht auch eine selbe Quol landen deit? Mordjun Gott Abraham seine Antwort. Er seht, die haben Moses in de Propheten. Dort wir sollte sein, die ganze Schrift, wat sie zu der Zeit haben. Vor uns würdet meinen, wir haben die ganze Bibel. Wann wir wollen seilig sterben, dann soll wir nur noch achten, wat die Bibel uns sagt. Lieber Freund, je leifst du, wat die Schrift sagt? Denk doch an dort, wat Jesus in Johannes 5, Vers 24 seht. Wer mein Wort hiert, und gleift an dem, wer mir geschickt haft, der haftet ewige Leben, und champt nicht an dort gerecht, ob er erst vom Tod zum Leben durchgedrungen. Ich weiß, dass einzige von dir mal wenig Gelegenheiten haben, dort Wort Gottes so zu hören, dort je dort rechtig verstohlen können. Je hören in jene Gemeinde vielleicht niemals ne Erwartel gepredigt. Aber dort ist kein Grund, warum du die nicht bekehren kannst. Du hast die Bibel, und wann du abrechtig daran sehen wirst, wird sich Gott die openbaren. Ich schlof hier besonders in das Johannes-Evangelium einmal zu lesen. Wie seinen dann in unserer Geschichte, dort dem Verlorenen diese Antwort von Abraham nicht gefallen? Verstärkt sagt, hei oberseed, nee, Vater Abraham, wann von der Daudes wer wird hangonen, würden die sich bekehren. Hier sei wie war er dort des Mann sich noch nicht verändert haben. Hei war der Sprüg sogar Abraham. Hei meint, in Wunder zu daunen, als der einzige Weg seine Breide zu der Bekehrung zu bringen. So denken sich dort auch viele, bin der auch. Wann Gott vor einen grautet Wunder daunen würd, dann würden sich leiben. Dort ist aber gewöhnlich nicht so. Denkt uns noch an die Menschen in Jesus seine Zeit, wat immer nur ein Wunder sagten? Die Pharisäer wären noch die Schlimmste davon. Als Jesus am Kreuz hang, sehen sie ganz spottend zu ihm, komm rauf vom Kreuz, wenn du Gott ihn sehen wirst, und dann wo wir an dich leiden. Abraham schlitt diese Geschichte dann mit dieser wieder auf. Vers 31. Hei, aber seht am, wann dei nicht nur Moses in de Propheten horchen, würden die sich auch nicht bereden loten, wann einer von de Daudes abstund. Jesus hat je die Pharisäer einmal gesagt, an wird kein Tierchen gejeft worden, als dort von Jona, de drei Dörr am Vers sein Bock wir. Kragt so, wird he drei Dörr eine Eid sehnen, und dann wird he abstohnen.
Deiden de jüdische leiders onamgeleven als hij van dood abstond? Nee, dat grote wunder deidet nicht. Menschen moeten innerlich willig worden an Jesus te geleven, nicht sich op een wunder verloten, dat ze doordurch te de bekering komen. Dat woord Gottes is alles wat we door te brokken. Bist du al doordurch in Gottes kind geworden? Oder hast du noch immer angst voor den dood? Wenn du nicht wiedergeboren bist, dann hast du jeder Grund, darüber Angst zu haben. Du brauchst aber nicht so wiedergehen. Wenn du über deine Sünden büße deist, und du Jesus anrufen wirst, dort hei deine Sünden wachwurst, und du am in dein Leben einlotst, dann nimmt er die aus sein Kind an. Er wird die dann leiden und führen, und die in seine Arbeit brücken. Bloß dann brauchst du für den Tod nicht mehr Angst haben. Wollen wir noch beten? Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht mehr Angst haben brücken für den Tod. Ich danke dir von dir, dass er wach ob erst nur die, dass wir am Glauben kommen können, wann wir uns die in Büße hingeben und wir uns vernehmen, für die zu leben, uns ganzes Leben. Wir danken dir, dass es möglich ist, wahre geboren zu werden. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt, über dort, was ihr auf dit Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 205-356-0523. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.